So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr seht schon oben im Titel, heute mal mit keiner Partie, mit keinem Spieltag in der Fußball-Bundesliga oder sonstigem, sondern mit dem großen Saisonabschluss. Heißt, heute schauen wir uns alle möglichen Statistiken mal so ein bisschen genauer an, runden die Saison ab und schauen mal, wie es in den anderen Ligen ausschaut. Schauen den Teambericht an. Wir werden heute auch noch eine Jugendschule wahrscheinlich antreiben oder so ein Fußballcamp, wie es auch immer genau heißt, dass wir da ein bisschen mehr in die Richtung gehen können. Und so weiter und so fort. Und in dem Sinn, wenn euch das Video gefällt, wenn euch die Saison gefallen hat, dann würde ich mich abschließend natürlich nochmal riesig über den Daumen nach oben freuen. War eine unfassbar geile Saison am Ende mit dieser Tabelle hier mit dem dritten Rang. Die Bayern verdient Meister mit gerade mal einer Niederlage, 83 Punkte geholt. Dortmund 66, wir 63, also da auch nochmal knapp dran. Gladbach am Ende mit 57 Punkten, also wir hätten uns gegen Dortmund oder ja, gegen Dortmund auch eine Niederlage erlauben können, aber das war auch vorher klar. Dann Schalke 53, Leverkusen auf Rang 6 mit 50 Punkten. Freiburg muss in die Relegation, Augsburg und Paderborn direkt runter in Liga 2. Weiter geht's, DFB-Pokal, den holen sich auch die Bayern. 2:1 Sieg am Ende gegen Borussia Dortmund. Die Bayern marschieren überall durch. Ich weiß noch nicht, in der Champions League, da müssen wir mal schauen. Dann die Relegation, St. Pauli gegen den Sportclub aus Freiburg. Da wird erst noch gespielt, das werden wir erstmal uns angucken müssen. Was mich nur so ein bisschen wundert, ist, dass wir leider Gottes nicht die Champions League da sehen. Ich hoffe, da kommen wir irgendwo anders hin, aber ja, das werden wir mal angucken, Freunde. So, dann haben wir die Torjäger. Müller holt sich die Torjägerkanone mit 19 Buden, Kruse mit 17, Reus mit 14, Kießling 12, Schalke, beziehungsweise, oh, schau ich das an, Hünteler und Choupo-Moting, beide mit 11, also die haben da eine wunderbare Doppelspitze, Robben auch noch mit 10 Treffern und dann auf Rang 10 unser Dybala. Und wenn man überlegt, dass der erst in der Rückrunde kam, ein überragend geiles Ergebnis, hat da 10 Buden gemacht, wenn man das jetzt einfach mal, ich weiß, man kann es nicht machen, aber einfach mal 2 rechnen würde. Tja, netter 20, wäre erster, ne, so ungefähr. Also, richtig starke Saison von Dybala, Di Santo mit 8 Treffern, auch das ist gut. Aber halt nicht perfekt, wenn man da sieht, dass er wirklich jedes Spiel fast mit am Start war. Und mehr sehen wir leider Gottes nicht. Torvorlagen, Ribéry die meisten bei uns, was Di Santo, das ist natürlich dann wiederum gut. Ob er jetzt ein Tor macht oder eine Vorlage, das ist mir relativ egal. Hauptsache die Mannschaft gewinnt. Di Santo 6 Vorlagen, Hajrovic 6 Vorlagen, Dybala 5 Vorlagen. Und dann haben wir noch Yildirim mit 4. Der auch in der nächsten Saison ein paar öfter mal spielen wird. Öztun Ali auch 4. Ist ja leider nur geliehen von Bayer 04 Leverkusen. Dann ohne Gegentor. Castils 9 Mal. Gelbe Karten, eher uninteressant. Rote Karten auch für uns. Oder hatte da einer 3 oder so? Torrejon und Toprak. 3 rote Karten. WTF, Leute. Was ist da denn los? Richtig krass. Freiburg auch vertreten. Die Mainz auch noch vertreten mit Bell und Brusinski. Auch beide 2 Mal eine rote. Nicht so verkehrt, beziehungsweise komplett verkehrt. Wenn man so will. So, wir gehen mal rein in den Teambericht. Ich möchte das relativ schnell abhandeln mit euch. Ich glaube, so mega krass viel gibt es jetzt nicht zu sehen. Wir haben uns überall verbessert. Castils, Gilin, Husic hat sich im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, ob er sich verbessert hat, aber passt eigentlich gar ganz gut als zweiter Keeper. Jetzt gegen Dortmund sein erstes Spiel gemacht. Castils, der uns verlassen wird, wieder Richtung Wolfsburg. Dafür kommt ja der gute Felix Wiedwald von Frankfurt. Zetera, der kommt zurück. Manon Busch um 4 Punkte nochmal verbessert. Sehr, sehr geil. Cipre Selassie um 1 nach oben. Zander um 3 nach oben ist noch verliehen. Caldirola verbessert. Galvez ist gleich geblieben. Lukimia hat sich da nochmal verbessert. Genauso Westergaard, Sternberg. Die ganzen Jungen eh sowieso mit einem richtig großen Sprung, den sie gemacht haben. Weigel wird auch in der kommenden Saison ein bisschen öfter spielen jetzt noch. Hat 10 Partien insgesamt gemacht. Ich glaube, so für die erste Saison für einen 19-Jährigen, der aus der zweiten ja in die erste Fußball-Bundesliga wechselt, ist das vollkommen in Ordnung. Ist da sehr gut rangeführt worden an die Mannschaft und wird jetzt dann in Zukunft häufiger ein paar Partien machen. Ihr seht, ich gehe das Ganze so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Junusovic bei einer 77, Yildirim und 3 Punkte verbessert auf eine 69. Auch der wird eine ganz, ganz große Rolle spielen. Öztun Ali leider Gottes nur geliehen, auch den hätte ich so gerne. Aber wir haben mit Yildirim einen genauso guten, der sich genau in die Richtung entwickelt wird. Öztun Ali natürlich noch ein bisschen jünger, Yildirim schon 22, aber nichtsdestotrotz ein richtig guter Mann. Obraniak, den wollen wir absolut loswerden, irgendwie verkaufen. Der passt gar nicht mehr rein in unser System, in unsere Art und Weise, wie wir mit Bremen spielen wollen. Florian Grillitsch verbessert, Ajcicek verbessert, Eggestein um 5 nach oben bei Mordovia Saransk hat er sich nochmal richtig gut verbessert. Genauso Kobylanski, interessanter Stürmer, der da auch mit rankommt, hat bei Union Berlin so ein bisschen seine Spielpraxis gesammelt. Dann haben wir Adama, überragend eingeschlagen, der Mann. Selke, 2 Stärkenpunkte nach oben, zeigt großes Potenzial. Ein bisschen von der Statistik her, ein bisschen wenig, was er da gezeigt hat, aber Man darf auch nicht immer nur die Statistik der einzelnen Spieler sehen. Insgesamt als Mannschaft haben wir eine sowas von überragende Saison gespielt. Also von dem her richtig, richtig knorke. Dann Lorenzen, 7 Spiele, 3 Tore. Sehr, sehr nice. 2 zuletzt ja gegen Dortmund.
Und dann er hier, Dybala, Freunde, 14 Spiele, 10 Tore, 5 Vorlagen, heißt 15 direkte Torbeteiligungen in 14 Spielen, eingeschlagen wie eine Bombe. Und Franco Di Santo auch eher mit enorm wichtigen Toren, 14 direkte Torbeteiligungen in 33 Spielen, auch das sicherlich keine schlechte Statistik. So, haben wir das alles abgeschlossen? Wir wollten unbedingt noch im Büro so eine Jugendschule hier machen, Scout anheuern. Wir haben nämlich jetzt noch 10 Mille, die wir natürlich wieder nicht mit in die neue Saison reinnehmen dürfen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal ihn hier. So. Wir können eigentlich die 5 auch nochmal investieren, oder? Sollen wir das machen? Julian Holland. 7 Millionen. Oh, jetzt hätten wir hier noch einen anderen gehabt. Naja, egal. Egal. Nee, ich glaube, oder? Ich weiß nicht. Wir können mal gucken, ob wir irgendwo die Verträge nochmal anpassen sollten, ne? Ist da irgendjemand unzufrieden? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich glaube, wir lassen es erstmal so. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir noch eine... Ich glaube, wir machen noch eine zweite Jugendschule hier. Für 2,7. So. Also, 2 Fußballschulen haben wir da erstmal am Start. Ich glaube, auch das ist sehr, sehr nice. Jobangebote, auch da können wir mal reinschauen. Spaß ist halber, aber wir werden sicher bei Bremen bleiben. Egal, welche Mannschaft da ist. Hoffenheim, Paderborn, Augsburg, Real Sociedad, Eibar, Almeria, Granada, alte Befehle. Okay, aber alles eher so... Mannschaften, die wahrscheinlich eher nach hinten spielen. Oder in der zweiten Liga dann. Von dem her eher uninteressant. So, gehen wir rein in die anderen Ligen. Ich weiß gar nicht, ob überall schon durchgespielt wurde. Ob überall schon alles fertig ist. Zweite Liga habe ich euch ja schon gezeigt. England, Chelsea holt sich den Meistertitel vor Man City, vor Liverpool. United auf 4, Arsenal auf 5, Everton auf 6, die Spurs auf 7. Und Burnley, Leicester und Hull letztendlich die Absteiger. Hochkommen Derby County, Watford und ja, dann einer von den verbleibenden Vieren von Rang 3 bis 6. Das werden wir dann mal schauen, wer da letztendlich noch den Weg nach oben antreten darf. 101 Punkte für Derby County. Richtig, richtig krass zum Vergleich. Rotherham mit gerade mal 26. Das ist dann schon ein bisschen weniger. So, in der Liga erholt sich Marseille den Titel. Hä? Da war doch Lille so weit oben. Ich glaube, das ist jetzt ein kleiner Fail, oder? Da war doch Lille so weit oben, als wir zuletzt geschaut haben. Oder habe ich mich da verguckt? Ich weiß es nicht. Finden wir ganz, ganz komisch. Marseille vor PSG auf Rang 1. Italien, Napoli und Milan, da ist noch nicht weiter fertig gespielt. Juventus ist dann nicht mehr mit der Chance auf den Titel. Was haben wir noch? Wir haben noch die Niederlande mit PSV Eindhoven auf 1, mit Twente, Vitesse, Ajax, AZ Alkmaar, Feyenoord und so weiter und so fort. Norwegen interessiert uns nicht, Polen nicht, Portugal. Der FC Porto mal wieder auf Rang 1 vor Benfica und vor Sporting. Dann haben wir die Iren, die interessieren uns auch nicht. Russland, das können wir noch mal hier mit reinschauen. ZSK Moskau, 67 Punkte, einen Punkt vor Dynamo Moskau, so gerade noch Meister geworden. Dann Zenit, dann Spartak Moskau, Lokomotive Moskau, die ganzen Moskauer Clubs da vorne mit am Start. Schottland ist Celtic auf Rang 1, auch alles beim Alten. In der Schweiz der FC Basel vor den Grasshopper Zürich mit unfassbaren 14 Punkten Vorsprung, also der FC Bayern der Schweizer Liga. Dann, da brauchen wir noch reinschauen, in Spanien ist noch nicht fertig gespielt. In der Türkei Fenerbahce mit 79 Punkten vor Beşiktaş mit 75, Bursaspor 75, Balıkesirspor, Erciyesspor, Karabükspür oder so ein bisschen runter. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen richtig ausgesprochen. Und das dürfte es dann erstmal gewesen sein, Freunde. Champions League sehe ich jetzt da, wie gesagt, leider erstmal noch nicht. Jetzt müssen wir mal reinschauen in die Jugendschule. Jugendstab. So, Scouting-Netzwerk aufbauen. Das ist der Österreicher. Von dem her würde ich sagen, machen wir das auch in Österreich. Jungs, oder? Machen wir hier mal eins in Österreich? Ist ja eigentlich auch egal, woher du die Spieler holst, glaube ich. 9 Monate. Weiter. Ja. So, und dann noch den Deutschen, den nehmen wir natürlich auch. Und wo? Natürlich in Deutschland. Spielertyp machen wir auch mal alle. Lasst uns da einfach mal alle scouten. Sehr, sehr nice, Freunde. Sehr, sehr nice. Halt, was ich auch noch unbedingt machen möchte, ist zentrale Aufträge. So, da löschen wir mal alles. Da löschen wir alles. Und dann schauen wir nämlich mal Vertrag weniger als ein Jahr. Nehmen wir mal mit. Und kann man da auch noch... Achso, nee, es geht ja nicht, ne? Vereinslose Spieler kann ich ja eh so suchen. Sonst lassen wir das Ganze mal. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was ihr vor 4 Parts in die Kommentare geschrieben habt, weil ich immer noch am selben Tag bin in meiner ersten Vorproduktion von insgesamt 2, jeweils so 5 Parts für die Karriere, die ich aufnehmen möchte. Kann dann erst ab morgen aus meiner Sicht drauf eingehen, was ihr so Schönes geschrieben habt. Und da letztendlich dann bezüglich Transfers ein bisschen was tun, Freunde. Wir gucken mal rein. So, da haben wir Akteure der Woche, da ist weiter nichts dabei. Spieler des Turniers, sprich, der Mann der Bundesliga-Saison, Thomas Müller. Torhüter Manuel Neuer und Müller holt sich auch noch den Schuh der Woche. Den Schuh der Woche, den goldenen Schuh, Freunde. Team der Woche, wir wollten eigentlich das Team des Jahres.
Aber irgendwie geht das nicht. Boah, DFB-Pokal auch nochmal Müller. Gibt's doch gar nicht. Also Müller mit einer überragenden Saison. Bundesliga-Team des Turniers steht dabei. Castells mit am Start. Sehr cool. Und sonst leider Gottes keiner. Viele von Bayern, von Dortmund, von Gladbach. Also von uns erstmal niemand mit dabei. Sternberg freut sich hier. Das ist schon mal ganz nice. Schlappi trifft sich mit Uruguay offiziell. Das stimmt auch absolut nicht. Die Medien wieder heutzutage labern einen Stuss daher. Das gibt's gar nicht. Nationaltrainer-Offerte von Russland und Angebot gleich wieder zurückgezogen. Auch nicht schlecht. So, wir müssen jetzt noch einmal stoppen. Und dann schauen wir nämlich rein, wie es in Spanien aussieht. Und wie es in... Wen hat man noch? Wir hatten noch irgendwas. So, da möchte ich alle Angebote nicht annehmen. Saison. Andere Ligen. Österreich haben wir da noch. RB Red Bull Salzburg. FK Austria. Und so weiter und so fort, Jungs. USA. Spanien. Oh, die haben immer noch nicht gespielt. Oder bin ich jetzt blöd? Die haben doch 38 Spiele, ne? Ja, freilich. Wieso spielen die Spanier da noch nicht? Gib es doch nicht, Freunde. So, dann müssen wir nochmal voran. Ich hoffe nur, ich schaffe das dann noch hier zu stoppen. Weil jetzt ist ja gleich... Ne, Juni ist jetzt. Doch, jetzt gehen wir dann rein, Freunde. Jetzt gehen wir dann rein. So, okay, die werden sich mit uns auseinandersetzen. Monatliches Scouting-Update. Da müssen wir erstmal warten. Und auch da gibt es nochmal ein Scouting-Update. Auch da müssen wir erstmal warten. Das ist alles noch ein bisschen breit gefächert. Da haben wir noch nicht wirklich eine Info, ob diejenigen gut sind, ob die schlecht sind. So, jetzt ist die Saison gleich vorbei. Jetzt müssen wir nochmal stoppen. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt nochmal hier gebacken. Dass ich euch nochmal die spanische Liga mit reinnehmen kann. Wenn es jetzt nicht geht... Ah, toll. Toll, dann geht's nicht. Also wir haben eigentlich vorher gestoppt, aber irgendwie kommen wir nicht mehr hin. Rückkehr ausgeliehener Spieler. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Freunde. Da kommen einige zurück. So, das können wir löschen, dass wir dann ein bisschen Platz haben. Und dann würde ich sagen, Trainer der Saison ist bekannt gegeben worden vom FC Bayern München. Also, Pep Guardiola, Spieler des Jahres ist Müller. Naldo bleibt bei Wolfsburg. Ein Mann für die Zukunft, Ben Harrison. Okay, keine Entscheidung von Santi Cazorla. Also, weiter erstmal, glaube ich, eher uninteressant. Ich würde sagen, wir schließen die Saison damit ab, Freunde. Und guck mal rein, tolle Saison. Hallo, Herr Badeschlappen. Vor Saisonbeginn hat der Verein Ihnen folgendes Ziel gesetzt. Im Tabellenmittelfeld landen. Gratulation, dass Sie die Erwartungen übertroffen haben. Es war eine herausragende Saison für die Mannschaft. Das bestärkt uns in unserer Ansicht, dass Sie der Richtige für diesen Verein sind. Das freut uns schon mal. DFB-Pokal sehr gut präsentiert. Wir hatten sehr viel Spaß mit den Jungs. Also auch da sehr cool. Das freut uns erstmal. Geh nochmal ein Stückchen weiter. Und sind damit jetzt schon in der neuen Saison, Freunde. Mal gucken, was wir noch zu sehen bekommen. Wenn nicht, dann dürfte es das jetzt hier und heute erstmal mit diesem Video gewesen sein. Aber wir warten einfach mal ab. Wir warten einfach mal ab, Freunde. Guck mal rein, was hier noch so alles geschrieben steht. Aber erstmal nichts, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, können wir jetzt nochmal hier reinschauen. Yep, können wir auch. Wir gehen hinten rum. Bei den Spaniern, das hat uns noch interessiert. Und in Italien, damit ich euch da wirklich mit allem verfolge. Das gibt's doch nicht. Die haben noch 38 Spieler in Spanien. Was ist denn da los? So, dann schauen wir noch schnell nach Italien. Ob da vielleicht irgendwas steht? Also ich bin jetzt wirklich komplett blöd. So, Italien haben auch erst 36. Irgendwas stimmt da nicht, Freunde. Irgendwas stimmt da nicht. Keine Ahnung. Egal, Saisonbudget 4,2 Millionen für Transfers. Gehaltsbudget 20.000, also ein bisschen wenig. Europa League Quali ist das Ziel. Okay, also das ist auch gut, dass man da jetzt nicht übertreibt. Und dann müssen wir mal gucken, wegen Transfers, wie wir das hinkriegen. Ob wir eventuell irgendjemanden verkaufen, wie wir das mit Verleihen machen und so weiter und so fort. Aber das werden wir dann erst im nächsten Part angehen. Das war der erste Teil meiner Vorproduktion für Bali 2015, Freunde. Sozusagen für meinen Urlaub. Und in dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und ich bin erstmal raus, Jungs. Macht's gut, haut da rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.